Servus zusammen, hier ist Christian und wir haben den 28. Oktober, es ist 17.45 Uhr. Der DAX schließt mit 11.560 bei minus 4, Schnickschnack Prozent. Was ein paar Tage. Ja. Und deswegen, ich muss mit euch, ich komme nicht drum herum, ich muss mit der Woche anfangen, es geht ganz schnell. Das hier ist die Woche. Das heißt, wir haben hier das Tief vom Februar und, vom März und wir haben hier das Hoch. Da und das hier ist die 11.472,61. Das ist die 38er Fibonacci-Linie. Das ist die erste. Viele von Daytrainer werden da nicht drauf schauen. Das ist ja ein riesen Zeithorizont. Ja? Und da sind ja ein paar tausend Punkte dazwischen. Aber Langfristanleger schauen da drauf. Also Endanleger. Für die ist das jetzt das erste. Hops, es ist günstig. Kaufniveau. Gefolgt von der 10.856, das ist hier. Nochmal, das ist eine Kerze, eine Woche. Und tatsächlich sieht es alles andere als gut aus. Wir durchschlagen das untere Band. Das liegt jetzt bei 11.900, ich runde leicht. Ja. Wir haben Verkaufssignale über das MACD, traditionelle und moderne Sichtweise. Und die Stochastik geht auch weiter runter. Von daher ist hier keine Entwarnung angesagt. Gehen wir auf den Tag, inklusive heute. 1200 Punkte, wenn ich es richtig gerechnet habe, in 3 Tagen. Die Leute, die im Facebook-Chat DAX-Trader von Finanzen.net drin sind, die wissen das, da habe ich das reingeschrieben. Die SAP-Bewegung vom Montag waren allein 330 Punkte im DAX. Und das hat natürlich alles hier zerhauen, was es hier an Unterstützung gab. Also da war nichts mehr. Und das Schlimmste ist halt, oder das Schwierigste, wenn wir hier schließen, in diesem Fall 11.640, und dann hier aufmachen, bei 12.340. Das ist schwierig. So ein Gap mental zu verarbeiten, das ist nicht schön. Aber wenn man dann weiß, dass das hier die Bruchstelle ist, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Wir haben uns überhaupt nicht um die 200-Tage-Linie geschert und saufen auch heute weiter ab. Heute war es der komplette Markt, der überall verloren hat, alle Bereiche. So, wir gehen hier runter. Die Bänder, ich mache es mal ein bisschen zusammen, dass man es besser sieht, gehen heftigst auf. Also richtig heftig. Wir schließen außerhalb des unteren Bandes. Hier ist nochmal dieses 38,2er. Das MACD gibt jetzt ein Verkaufssignal, genauso wie jetzt die gleitenden Durchschnitte, weil wir haben einen Trend. Ja, das ist ein Downtrend. Die Stochastik ist tief, aber das ist egal. Die ist bei 3,3. Es ist völlig wurscht. Ja, das kann jetzt hier noch mehrere Tage so gehen. Wir werden es auch gleich im 4-Stunden-Chart sehen. Erst wenn der hier drüber geht. Und ich garantiere Ihnen, er wird es machen. Wir sehen den bald wieder hier oben irgendwann. Die Frage ist nur, von welchem Niveau? Von diesem oder hier unten? Keine Ahnung. Das kann ich hier jetzt momentan nicht sehen. Vom Tageschart her gibt es hier nur einen Widerstand. Der ist weit weg. 12.344. Gehen wir mal auf 4 Stunden, weil wir wollen den da hier ein bisschen aggressiver machen. Das ist eine Anreihung von schwarzen Kerzen, das ist nicht schön. Eine Mini-Erholung hier oben, das war noch vor gestern, 12.100 hoch auf die fast 12.300. Hier war eine klitzekleine, ansonsten auch, wir schließen am unteren Band. Die Bänder gehen auch auf, aber das obere, das neigt so ganz leicht mal in die Waagrechte. Das möchte ich morgen gerne mal sehen, was wir da machen. Das heißt, heute Abend, das ist jetzt die Kerze, die fängt um 16 Uhr an, die geht bis 20 Uhr. Da möchte ich gerne mal die nächsten 2 Kerzen abwarten. Aber auch hier, MACD, nicht nur hier negativ, über die traditionelle, auch die moderne Sichtweise. Nicht schön. Stochastics heftigst überverkauft. Aber auch hier, ja, vielleicht ist es ein Stabilisierungsansatz, mir reicht es nicht. Ja, war hier auch ein fieser Fuhler, muss man ganz klar sagen. Gehen wir runter auf die Stunde. Weil ich möchte ja auch Widerstände finden. Also, hier sehe ich jetzt den ersten Widerstand. Das ist die Anreihung von diesen Kerzen hier bei 12.100. Weit weg. Wir sind bei 11.515 im Moment. Da ist nicht viel Schönes. Die Bänder, also wir sind innerhalb der Stundenbänder und hier ist ein hammerähnliches Gebilde. Das macht ein bisschen Hoffnung. Und hier lang, kurz, kurz. Das finde ich auch in Ordnung. Das heißt, das MACD scheint hier sich irgendwie zu stabilisieren. Aber jetzt nach 17 Uhr, jetzt haben wir 17.51 Uhr, da muss man ein bisschen warten. Die Stochastik ebenfalls heftigst überverkauft, aber leicht besser als die 4 Stunden. Ich versuche, eine Unterstützung zu finden. Und die Unterstützung ist auch hier, das ist nach wie vor diese 38,2er Linie. Ist eine 11.400, hier unten ist sie doch,
11.457 war das, glaube ich. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich breche noch eins runter, weil das reicht mir nicht mit den Zielen auch. Das ist jetzt die vierte Stunde. Eine Kerze, 15 Minuten. Hier sieht man richtig hier runter, kurze Korrektur, weiter runter, neues Low, kurze Korrektur, weiter runter, Korrektur. So, für die eher Daytrading-orientierte ist hier unten dieser Punkt. Ich gehe jetzt nochmal drauf. Das ist also 11.458 da. Wenn wir da drunter gehen, muss ich davon ausgehen, dass wir nochmal so eine Kerze kriegen mit, sagen wir mal, 150, 200 Punkten nochmals weiter runter. Denn hier ist es auch, aber da gucke ich nicht so sehr drauf, alles kurzfristig negativ. Wenn wir es jetzt schaffen, diese Kerze hier, diesen Bereich hier rauszunehmen, das erstmal die 11.611, würde es positiver werden. Schöner wäre dieser Bereich 11.650. Das ist definitiv ein Widerstand, aber wenn er mit 20 Punkten überboten ist, auch eine richtig schöne Kaufchance. Jetzt gucken wir mal nach Scheinen. Wenn der Markt es schafft, diese 11.611, noch besser, die 11.650 rauszunehmen nach oben, mit wenigstens einer Viertelstundenkerze, noch schöner mit einer Stundenkerze, dann muss ich nicht so wahnsinnig tief runtergehen. Dann kann ich so einen Schein hier nehmen, 11.367er, ich runde leicht. Das ist im Moment ein 60er Hebel, aber das ändert sich hier bei diesen Märkten ja sekündlich. 11.366, da sind wir hier drunter noch. Aber ich empfehle, den zu stoppen, wenn wir die letzte tiefe Kerze um 25 Punkte unterbieten. Dann empfehle ich, den zu stoppen. Ja, der muss schon weit genug weg sein, weil wenn es eine schnelle Bewegung ist, dann kriegen sie gar kein Limit mehr rein. Dieser 11.366er, die Kennnummer GC5, GKV, Gustav Cäsar 5, Gustav Karl Veronika oder Vogel V. das wäre der, ich habe das heute ein paar Mal gehört, dass dann einer sagte hier oben so, naja gut, ich nehme jetzt mal einen 11.500er Schein. Ja, der ist weit weg, da passiert nichts. Und dann verließen sie ihn. Ja, das ist böse. Aber da sind jetzt schon einige Scheine genockt worden, das muss ich schon sagen. Ne? Putz. Da ist das Problem, dass es noch nicht so viele gibt. 11.860er ist die neueste Emission, wenn ich das richtig sehe. 11.860, da sind wir hier, wo jetzt die Maus ist. Kann man ja trotzdem machen. Für denjenigen, der Meinung ist, der Markt geht weiter runter oder wir unterschlagen hier oder unterbieten hier diese 11.454 nochmals um 25 Punkte, kann man den nehmen. Aber es kommen während der Nacht kommen noch andere Scheine. Dieser 11.860er jetzt mit dem 36er Hebel hätte allerdings die Kennnummer GF5 GFS, Gustav Friedrich 5, Gustav Friedrich Siegfried. Also das bleibt spannend, positiv. Man kann immer mal diese kleinen Wellen versuchen zu spielen, aber das ist nervig. Das ist richtig anstrengend, ja. Und Sie sehen das hier, ein schönes Beispiel. Fällt und dann 1, 2, 3, 4 Kerzen brauche ich und 3 zertrümmern gleich schon wieder alles. Also der Markt ist nach unten wesentlich schneller und da waren heute definitiv auch ein paar Notverkäufe dabei. Es müssen nicht alle Werte fallen. Das muss nicht sein. Ja? Also, Kopf hoch und happy trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.